Willkommen bei Täter-Opfer-Polizei Extra. Und da geht es heute Abend, Sie sehen das schon, um die Rechtsmedizin und vor allem um die Rechtsmediziner. Also jene Ärzte, die für die Öffentlichkeit viele Jahrzehnte eher im Verborgenen gearbeitet haben. Sehr geheimnisvoll, hinter verschlossenen Türen. Und man ahnte vielleicht, das müssen Menschen sein mit einer besonderen Leidenschaft für den Tod. Das mit den verschlossenen Türen, das stimmt noch immer, aber ansonsten hat sich das Bild der Rechtsmediziner etwas gewandelt. Sie sind jetzt die Helden vieler Fernsehkrimis und fast jeder Tatort-Fan glaubt ganz genau zu wissen, was hier auf dem Sektionstisch passiert. Doch stimmt das auch? Was ist Fantasie, was ist Wirklichkeit? Wir begleiten heute Sven Hartwig, er ist Arzt am Institut für Rechtsmedizin der Charité in Berlin und ich kann jetzt schon versprechen, das wird ein sehr spannender Abend. Die Millionenmetropole Berlin. Eine Stadt zwischen Traum und Albtraum. Neben hippen Clubs und coolen Orten, Weltoffenheit und Toleranz, eskalieren Drogenhandel, schwerer Raub und Körperverletzung. Etwa 40 vollendete Tötungsdelikte gibt es jährlich in Berlin. Dazu kommen 70 bis 80 versuchte Tötungen. Drei von ihnen sorgten in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen. Sie waren so rätselhaft, dass Notärzte, Ermittler und Staatsanwälte nicht sofort wussten, handelt es sich um einen Unfall, einen Suizid oder Mord. Antworten auf diese Fragen liefert das Institut für Rechtsmedizin der Charité. Ein Ort, an dem die Türen für die Öffentlichkeit in der Regel fest verschlossen bleiben. Rechtsmediziner wie Sven Hartwig suchen hier nach Spuren, warum und auf welche Weise jemand zu Tode kam. Häufig gelingt ihnen der entscheidende Beweis zur Lösung eines Falls. Stabil. Am Gesicht finden sich weder Antragungen noch Verletzungen. Die Augen sind spaltweit geöffnet. An Brust- und Bauchhaut gelangen keine Verletzungen zur Ansicht. Das Becken ist stabil zu Tasten. Absatz. Unentdeckte Krankheiten, unsichtbare Verletzungen. Der Blick in den Körper des Toten gibt Auskunft über Todesursache und Tötungsmechanismus. Wir erfahren eine ganze Menge von den Toten. Das fängt damit an, dass wir den Tod an sich als solchen erstmal erkennen, bei der Besichtigung eines Leichnams von außen, als auch bereits Hinweise darauf erlangen, wie lange denn der Tod des Eintritts schon her ist. Und dann sind wir natürlich neugierig und haben Gott sei Dank auch den Auftrag, möglicherweise die Todesursache zu klären. Und dafür müssen wir in den meisten Fällen dann zum Messer greifen. Manchmal auch zu einem virtuellen. Durch den CT-Scan werden Verletzungen sichtbar, die bei einer normalen Obduktion nur schwer erkennbar wären, wie in diesem Fall. Ein Mann wurde erhängt in seiner Wohnung aufgefunden, vermutlich Suizid. Ich setze sozusagen mein virtuelles Messer an, hier sieht man noch das Strangwerkzeug. Und das Entscheidende hier ist der Übergang der Halswirbelsäule. Zur Schädelbasis. Landläufig geht man ja davon aus, dass man beim Erhängen am Genickbruch stirbt. In unserem Fach ist bekannt, dass das mitnichten so ist. Und dann kann man im Vorgriff auf die Leichenöffnung einmal reinschauen und die entscheidende Region, die uns hier interessiert, ist das große Hinterhauptsloch mit dem Übergang in den Wirbelkanal. Und als fragile Position ist hier landläufig das, was als Genick bezeichnet wird, der Zahnfortsatz des zweiten Halswirbels, der unter bestimmten Umständen brechen kann und zu ja, in der Regel nicht überlebbaren Verletzungen des Halsmarkes führt. Aber das ist nicht der Mechanismus, der beim Erhängen üblicherweise zum Tode führt, sondern es ist dann der Verschluss der Blutgefäße, die das Gehirn versorgen. Der Verdacht bestätigt sich. Es war ein Suizid. Die meisten Fälle beginnen mit einem Anruf. Die Polizei ruft Sven Hartwig an einen Tatort, irgendwo in Berlin. Im Rahmen des gerichtsärztlichen Bereitschaftsdienstes kommt man so richtig rum. Da gibt es kaum Ecken, wo man nicht schon mal war. Und, egal wo ich langfahre, ich erinnere mich an die Fälle wie heute hier in diesem Hochhaus. Ist ein junger Mann erstochen worden im Streit. Etage weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist schon 12 Jahre her, aber das hat man immer noch irgendwie abgespeichert und hat das Bild des Opfers jetzt vor Augen. Marzahn, Brudowiner Ring. Die Polizei erwartet den Rechtsmediziner vor Ort.
Ein Mann ist in einem Gürtel erhängt in der Küche aufgefunden worden. Ein Alkoholiker, der allein lebte und sein Dasein als sinnlos empfand. Eine Nachbarin hat ihn gefunden. Alles spricht dafür, dass er sich selbst das Leben nahm. Sven Hartwig untersucht den Leichnam, um ein Tötungsdelikt auszuschließen. Hier oben, also drei, da wo er so ein bisschen aufgedröselt ist. Also ich habe keine Kampfspuren, keine Abwehrverletzungen, nichts. Der riecht nach Alkohol erheblich. Der Todesfall ist schnell aufgeklärt. Er zählt zu jenen, die nicht lange in der Erinnerung des Rechtsmediziners bleiben werden. 32.000 Menschen sterben hier im Jahr und 8.000 davon beschäftigen die Polizei und 2.000 kommen davon bei uns an. Und das viele Jahre macht, dann bleiben vor allem die hängen, wo man natürlich auch vor Ort war, also wo man sich intensiver auch beruflich damit auseinandergesetzt hat. Und man geht ja mit vielen Fällen auch lange schwanger. Manche Fälle beschäftigen einen vielleicht nur diesen einen Tag, mit dem man direkt damit zu tun hat. Andere wird man über Jahre nicht mehr los. Wie den Fall des alten Ehepaares, das seit 49 Jahren verheiratet war und im Wedding wohnte. An einem Abend im Juni 2005 ruft die 69-jährige Rita P. beim Feuerwehrnotruf an. Sie erzählt, ihr Mann und sie hätten sich gestritten. Jetzt liegt er in der Küche, atmet kaum noch und braucht dringend einen Arzt. Als sie mit den Rettungskräften zu tun hatte und Zeuge der verzweifelten Versuche wurde, ihren Mann wiederzubeleben, hat sie natürlich nicht zugegeben oder angegeben, was denn eigentlich genau passiert sei, sondern hat gegenüber den Rettungskräften medizinische Unterlagen präsentiert, die sie schon vorbereitet hatte und wollte glaubhaft machen, dass ihr Mann schwer herzerkrankt war. Und das hat den eingesetzten Notarzt fast dazu verleitet, einen natürlichen Tod zu bescheinigen. Es ist dann aber Gott sei Dank so, dass die Berliner Notärzte ein gewisses professionelles Misstrauen an den Tag legen. Und da man die Patienten, die man im Rahmen des Rettungsdienstes sieht, vorher nicht kannte, wird fast standardgemäß eher eine ungeklärte Todesart bescheinigt und die Polizei hinzugezogen. Die Polizisten entdecken am Oberkörper des Toten eine blutende Wunde. Da hätte sich ihr Mann beim Sturz an einem Wasserglas verletzt, erklärt die Rentnerin. Das war aber zumindest für die anwesende Polizeibeamtin nicht ganz glaubwürdig. Die fragte dann kritisch nach, wo denn dieses Glas sei. Und das konnte nicht präsentiert werden, sodass hier erste Verdachtsmoment aufkam, dass diese Geschichte offensichtlich nicht ganz stimmen könnte. Sven Hartwig trifft in der Wohnung ein. Was hat sich an diesem Sommerabend zwischen dem Ehepaar in der Küche abgespielt? Und woran starb Heinz P. tatsächlich? Im Müll versteckt entdeckt der Rechtsmediziner ein blutiges Hemd. Darauf die Abwischspur eines Messers. Passend dazu im Hemd ein Einstichloch. Auch das mögliche Tatmesser findet sich. Es steckt wieder im Messerblock und ist noch immer blutig. Daraufhin befragt, gab sie an, dass ihr Mann unwillkürlich in das Messer hineingestolpert sei. Das habe ich für sehr unglaubwürdig gehalten, sodass die Mordkommission alarmiert wurde. Die in der Wohnung gesicherten Spuren passen nicht zu den Geschichten von Rita P. Nochmal befragt, überrascht sie die Ermittler mit einer neuen Variante des Tatgeschehens. Der Tag begann für sie und ihren Mann wie viele andere in ihrem Leben. Vormittags Arztbesuche, dann Mittagsschlaf, anschließend Kaffee trinken und eine Runde Mensch ärgere dich nicht. In einem Vierteljahr würden sie goldene Hochzeit feiern, trotz ständiger Streitereien. Nichtigkeiten, die sie hinterher bei einem Glas Wein und einem schönen Film hinunterspülten. Das hatte bisher immer funktioniert. Heinz P. trank zum Ärger seiner Frau an diesem Abend zu viel Alkohol und konnte dem Film nicht mehr folgen. Während Heinz Rühmann, ein Freund, ein guter Freund, sang, beschimpfte Rita P. ihren Mann als Säufer. Er nannte sie eine blöde Kuh. Heinz P. zog sich wie häufig in solchen Situationen in die Küche zurück. Hier eskaliert der Streit. Sie kommt, will sich versöhnen und wird von ihrem Mann bedroht. Aus Angst greift sie zum Messer. Für die Ermittler eine unglaubwürdige Geschichte.
Ich erinnere noch sehr gut, dass sie durch den Flur von Polizeikräften abgeführt wurde und sich mir zuwandt und mir zurief, ich möge bitte das Fenster schließen und das Licht ausmachen, wenn ich fertig bin. Das habe ich als sehr kaltschnäuzig empfunden. Das ist mir, muss ich sagen, in den vielen Berufsjahren so auch nicht noch einmal vorgekommen. Heinz P. wird noch am selben Abend ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Der zuständige Staatsanwalt ordnet die Obduktion des Toten an. Bereits dort haben wir gemeinsam mit der Rechtsmedizin festgestellt, dass die Schilderung der seinerzeit Beschuldigten mit dem Verletzungsbild nicht in Übereinstimmung zu bringen war. Und natürlich ist es bei derartigen Tötungsdelikten in aller Regel ein Zwei-Personen-Stück, dass sie keine außenstehenden Zeugen haben, macht die Ermittlung natürlich grundsätzlich schwierig. Oberhautläsionen, Punkt Absatz. Die Zehennägel zeigen einen mäßig gepflegten Aspekt. Die Fußsohlen sind ohne Antragung, gering verhornt, Punkt Absatz. Die Obduktion bestätigt, es war kein Unfall. Das Messer drang 6 cm tief in den Brustkorb ein und verletzte Heinz P. so schwer, dass er innerlich und äußerlich verblutete. Er wehrte sich noch gegen den Angriff, hatte aber keine Chance. Vielleicht erklärt sich daraus, dass er lungenerkrankt war, warum er nicht so viel gebraucht hat. Der Fall Rita P. wird vor dem Landgericht Berlin verhandelt. Es gibt keine Zeugen, kein Geständnis, nur Indizien und das rechtsmedizinische Gutachten von Sven Hartwig. Selbst wenn Rita P. nicht vorhatte, ihren Mann zu töten, ließ sie 1,5 Stunden verstreichen, bevor sie den Notarzt rief. Sie hat einen Menschen getötet, ohne Mörder zu sein, entscheidet das Gericht. Rita P. hat vom Boden Blut abgewischt, sie hat vom Körper des Opfers Blut abgewischt, dann das Pflaster über die Wunde geklebt. Das heißt, sie hat aus ihrer Sicht schon, Roxine, ein Rechtsgelehrter, spricht immer so schön von der Verbrechervernunft. Sie hat alles getan, um aus ihrer Sicht ein Verbrechen hier zu verdecken und das Ganze als Unfallgeschehen darzustellen. Das Urteil fällt milde aus. 5,5 Jahre Haft für die 69-jährige Angeklagte. Tötungsdelikte in diesem Alter sind äußerst selten. Frauen, die zum Messer greifen, um zu töten, auch. Es gibt in der Tat aber andere, vielleicht eher frauenspezifische Tötungsdelikte. Früher gab es öfter die Vergiftung durch Frauen, dass tatsächlich eine Frau auch zu einem Tatwerkzeug greift und mit eigener Hand anlegt, einen anderen tötet. Das ist eher selten. Insoweit hat sich auch dieses Verfahren von anderen unterschieden. Und auch ihr weiteres Verhalten im Laufe der Untersuchungshaft, das war für mich ganz bezeichnend, denn sie war die Erste, und ich mache das sehr, sehr viele Jahre, die noch aus der Haft heraus den Antrag gestellt hat auf Hinterbliebenenrente, nachdem sie ihren Ehepartner getötet hatte. Auch das ist mir im Gedächtnis geblieben, das war ganz beachtlich. Prost. Sven Hartwig könnte tagelang durch diese Stadt fahren und zu vielen Straßen und Häusern die passenden Fälle erzählen. Einer davon könnte die Geschichte mit dem Embryo sein, der auf einem Gehweg im Prenzlauer Berg gefunden wurde. Auf den ersten Blick Zwillinge, bei näherer Betrachtung ein Scherzartikel, ein Weichgummi-Imitat. Auch die können Gegenstand rechtsmedizinischer Untersuchungen werden. Manche landen hinterher neben Postkarten und Bildern im Büro des Rechtsmediziners. Sie erinnern an außergewöhnliche Delikte, wie dieses Foto einer mumifizierten alten Frau. Ihre Familie vergaß beim Umzug, die seit Jahren tote Großmutter mitzunehmen. Die haben einfach diesen Sterbefall nie zur Anzeige gebracht. Die ist eines natürlichen Todes gestorben, ist dann aber erst durch Zufall bei der Entrümpelung der Wohnung dann gefunden worden. Also man muss dann beim Auszug schon darauf achten, dass man wirklich nichts zurücklässt, was dann möglicherweise zur Entdeckung solcher, ja in diesem Falle sozialbetrügerischer Taten führt. Rechtsmediziner sagt, man hätte einen sehr schwarzen Humor. Vielleicht brauchen sie den auch, um Bilder von Tatorten zu ertragen, die emotional so belastend sind, dass sie einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Tötungsdelikte an Kindern gehören dazu. Für Sven Hartwig aber auch der brutale Mord an einer jungen Frau in Spandau. Ramona S. ist Anfang 20, als man sie tot in der Badewanne ihrer Wohnung findet. Tatverdächtig der 2 Jahre ältere Lebensgefährte Mohammed. Das Paar lebt mit den beiden Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung in Spandau-Wilhelmstadt. Immer wieder kommt es zum Streit. Mal aus Eifersucht, mal sind Geldprobleme der Grund. Häufig schlägt Mohammed dann zu und verletzt Ramona, wie sich eine Nachbarin erinnert.
Sie lief immer mit den blauen Augen rum. Und alles, was man so durch Nachbarn dann erfahren hat, er hat sich reingesetzt in die Wohnung. Das Wohnzimmer war seins, das hat er sich als Kickbox-Studio eingerichtet. Die beiden kleinen Jungs, ja nicht, die mussten hochboxen und alles. Und verkehrt, ihre Freizeit haben sie drüben im Wildwuchs verbracht. Im Wildwuchs finden Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien eine Zuflucht. Ramona und Mohammed lernen sich hier kennen und verlieben sich. Sie ist aus Spandau, er wurde im Libanon geboren. Die Warnungen ihrer Familie wegen der kulturellen Unterschiede könnte es zu Problemen kommen, ignoriert die junge Frau. Kaum leben sie zusammen, sperrt er sie ein, verbietet ihr jeglichen Kontakt zur Familie, ihren Freunden. Das Geld vom Sozialamt investiert er in seine Boxerkarriere. Widerspricht sie ihm, schlägt er zu. Mehrmals verlässt sie ihn und kehrt zurück, sobald er schwört, dass er sich ändern wird. Was man erlebt, wie in diesem Fall, ist, dass viele, gerade junge Frauen, sich mit den Problemen, die damit verknüpft sind, überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Die, so hat man den Eindruck, vor Liebe geradezu blind sind, die geschlagen werden, denen ihre persönliche Freiheit vollkommen genommen wird, denen von ihren Partnern verboten wird, noch Kontakt mit ihren Angehörigen zu halten, die nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen, die sich einer meistens wahrscheinlich unberechtigten, maßlosen Eifersucht ausgesetzt fühlen, während auf der anderen Seite Männer sich alles herausnehmen. An einem Freitagabend im Oktober 2004 hat sich Ramona mit ihrer Cousine verabredet. Sie will endlich mal raus, reden, fröhlich sein. Mohammed ist dagegen. Demonstrativ trinkt er Alkohol, um zu zeigen, in diesem Zustand kann er unmöglich die Kinder betreuen. Kinder sind seiner Meinung nach sowieso Frauensache. Aber an diesem Abend gibt Ramona nicht klein bei. Du bleibst zu Hause und pass auf die Kinder auf. Ich hab mich. Nein, kann ich nicht. Du wirst schon zu Hause bleiben. Du passt auf die Kinder auf. Verdammt nochmal. Ich kümmere mich die ganze Zeit um die Kinder. Du kannst dich einmal um die Kinder kümmern. Nein, kann ich nicht. Du bleibst jetzt zu Hause, hab ich gesagt. Ich hab mich die ganze Zeit fertig gemacht. Ich hab das die ganze Zeit gesagt. Du bleibst zu Hause. Seit Wochen hab ich dir gesagt, ich gehe da jetzt hin und gehe ich da jetzt hin. Hausbewohner sagen später aus, sie hätten einen heftigen Streit gehört, bei dem es zu Gewalttätigkeiten gekommen sein muss. Alle meine Freunde sagen, du bist ein Idiot. Ja, alle recht. Alle haben sie recht. Ja, ein Idiot bist du. Der Anruf der Polizei erreicht Sven Hartwig, der am 10. Oktober 2004 Bereitschaftsdienst hat, am anderen Ende der Stadt. Eine Stunde später trifft er in der Spandauer Gürtelstraße ein. Vor Ort wurde ich dann von der örtlich zuständigen Kriminalpolizei empfangen, die mir erklärten, hier sei eine junge Frau morgens von ihrem Lebensgefährten aufgefunden worden. Die befände sich noch im bekleideten Zustand in der Badewanne. Nach meiner rechtsmedizinischen Erfahrung und spätestens seit dem Fall Uwe Barschel weiß auch der geneigte Krimileser oder Zeitungsleser, dass eine bekleidete Leiche in der Wanne erstmal komisch ist und eigentlich nur drei Schlüsse zulässt. Es ist ein Suizid, ein Tötungsdelikt oder ein Unfall geschehen, aber ein natürlicher Tod ist äußerst unwahrscheinlich. Insofern kam mir die Geschichte von Anfang an schon sehr suspekt vor. Um die mögliche Todesursache festzustellen, wird die junge Frau aus der Wanne herausgehoben. Dabei fällt auf, die Bürste steckt noch im Haar. Am Hals entdeckt Sven Hartwig Würgemale und Hautverletzungen. Ungewöhnlich bei einem Unfall oder Suizid. Für den Rechtsmediziner deuten alle Spuren auf ein Tötungsdelikt hin. Die 6. Mordkommission mit Martin Niemann wird informiert und übernimmt den Fall. Was ich bis heute nicht vergessen habe, ist, dass in einem der Zimmer so ein kleiner Punchingball für Kleinstkinder aufgebaut war. Und wie wir ja dann später bei den Ermittlungen dann erfahren hatten, hatte der Mohammed offensichtlich schon vorgehabt, seine Kinder auch zum Boxen zu erziehen. In der Wohnung wird schnell klar, wer hier das Sagen hat. Das größte Zimmer ist voller Sportgeräte. Im kleinsten hausen Ramona und die Kinder.
Ausgerissene Ohrringe auf dem Teppich, Blutflecken sind eindeutig Spuren eines Kampfes. Die Aussagen der Nachbarn verstärken den Verdacht, dass die junge Frau getötet wurde. Da sagte der Polizist zu mir, der hat angegeben, dass er total betrunken war, ja, und er könnte gar keine Aussage machen. Ich sage, was, der war um die Zeit, das war morgens, um die Zeit, ich habe ihn doch gesehen, wie er über den Hof gelaufen ist und hat sich immer nach seine Wohnungsfenster umgesehen. Der war total nüchtern. Nicht? Das habe ich zu dem Polizisten gesagt. Ich sagte, der war nicht besoffen. Ich sage, und außerdem, ich weiß nicht, ob der Muslim oder sonst was war. Die trinken ja nicht und die rauchen auch nicht. Wa? Nicht? So, das war dann das, was ich ausgesagt habe. Und ich habe am Fenster gesessen, musste meine Medikamente nehmen. Da lief der über den Hof, kam aus dem Keller, dreht sich immer nach seinen Fenstern um. Und total nüchtern, der war nicht besoffen. Wa? Mohammed ist zu dieser Zeit schon in der Gefangenen-Sammelstelle untergebracht und so betrunken, dass er nicht vernommen werden kann. Trotzdem fährt Sven Hartwig auf dem Weg ins Institut für Rechtsmedizin bei ihm vorbei. Er will den Verdächtigen auf Tatspuren untersuchen. Ich musste feststellen, dass er Kratzverletzungen am Hals hat und offensichtlich Verletzungen, die auf Kneifen zurückgehen, an den Händen, also sich augenscheinlich das Opfer, also seine Lebensgefährtin, gegen seinen Angriff heftig zur Wehr gesetzt hat. Noch am selben Tag wird Ramona S. obduziert. Danach steht fest, sie wurde getötet. Hier sind Fingerkuppen, große Einblutungen in den vorderen Halsmuskeln auffällig geworden, die ganz typischerweise beim Würgen mit bloßer Hand entstehen. Und wir haben Verletzungen an den Ellenbogeninnenseiten gefunden, die sich dadurch erklären ließen, dass das Opfer mit Gewalt in die Wanne gestoßen wurde, sich möglicherweise noch versucht hat, im Fallen am Badewannenrand abzustützen. Und wir haben also deutliche Ertrinkungszeichen festgestellt. Nach dem Obduktionsergebnis muss sich die Tat so zugetragen haben. Mohammed ist nicht betrunken eingeschlafen, wie er behauptet, sondern er hat seine Frau überwältigt und ertränkt. Es war dann am Montag ja schon so, dass wir zu dem Zeitpunkt wussten, dass die Ramona gewaltsam zu Tode gekommen war aufgrund des vorläufigen Obduktionsergebnisses. Und wir haben ihn dann im Vernehmungsraum mit dieser Sache konfrontiert und er zeigte sich total überrascht von der Sache. Er war mehr oder weniger entrüstet und auch konnte die Sache gar nicht begreifen. Wollte aufspringen, zur Tür rennen, wollte angeblich zu Ramona gelangen und brach in Tränen aus, hat dann anschließend sich wieder hingesetzt, hat mehrmals seinen Kopf auf die Tischplatte geschlagen. Also es war ein großes Theaterschauspiel. Seine Behauptung, zum Tatzeitpunkt volltrunken gewesen zu sein, wird von der Rechtsmedizin widerlegt. Es ist uns ja möglich, als Rechtsmediziner aus einem ermittelten Blutalkoholwert in bestimmten Zeiträumen eine sogenannte Rückrechnung durchzuführen. Das heißt, wir konnten in die Nähe des Tatzeitpunktes zurückrechnen und der dann rechnerisch ermittelte Alkoholwert wäre geeignet gewesen, den Tatverdächtigen zu töten. Mohammed hat am Morgen, bevor er die Feuerwehr rief, Alkohol nachgetrunken. Noch während der Vernehmung meldet sich der Kindernotdienst bei der Polizei. Die 2 und 3 Jahre alten Jungen hätten mit Puppen das Ertränken der Mutter nachgespielt. Die Beamten sind schockiert. Sie waren davon ausgegangen, dass die Kinder zur Tatzeit geschlafen haben. Der Prozess gegen Mohammed ist der vorläufige Endpunkt eines verpfuschten Lebens. Körperverletzung, Raub- und Diebstahlsdelikte gingen dem Totschlag an seiner Lebensgefährtin voraus. Mohammed war ja
in einem Jugendheim aufgewachsen, weil die alleinerziehende Mutter auch mit der Erziehung von ihm überfordert gewesen ist. Und als er dann als Jugendlicher mehrmals straffällig geworden ist, hat ihm das Jugendamt einen 2-jährigen Aufenthalt in Spanien finanziert, damit er auf andere Gedanken kommt und möglicherweise eben auch die schönen Dinge des Lebens mal kennenlernt. Und als er dann zurückgekommen war, nach 2 Jahren, hat man ihm dann auch eine betreute Wohnung zur Verfügung gestellt. Also man hat so grundsätzlich als Ermittler den, es hat den Anschein gehabt, als ob ihm alle Möglichkeiten auf dem Tablett serviert wurden und er die aber trotzdem irgendwie nicht annehmen konnte. Ja, wenn man letzten Endes die Tat sich vor Augen führt. 10 Jahre Haft wegen Totschlags lautet das Urteil. Reue oder Mitleid mit dem Opfer zeigte Mohammed nie. Man findet in dem Fall eigentlich keinen Anteil, den das Opfer selbst an dem ganzen Geschehen hatte. Die ganze Schuld des Opfers bestand darin, dass sie am Abend der Tat ihre Cousine besuchen wollte und der Angeklagte sollte auf die Kinder aufpassen. Eigentlich möchte man meinen, das ist das Selbstverständlichste der Welt. Wenn das dazu führt, dass die Frau, die vorher schon so viel ertragen hatte, ihm so oft verziehen hatte, so oft zu ihm zurückgekehrt war, deswegen bestraft wird, indem sie getötet wird, dann weiß ich nicht, wie sehr das unseren Moralvorstellungen ins Gesicht schlägt. Immer wieder hatte Mohammed lauthals angekündigt, seine Lebensgefährtin umzubringen. In einem anderen Fall waren die Opfer ahnungslos. Der Täter tötete, wie er sich bewegte, lautlos. Die Anonymität der Großstadt half ihm dabei. An einem Abend im April 2012 schreibt ein junger Mann, Dirk P., eine SMS an einen Freund, Alexander M. Er schlägt vor, sich auf ein Bier in dessen Wohnung zu treffen, um zu reden, ein bisschen Spaß zu haben. Beide sind homosexuell und leben in offenen Beziehungen. Als der Freund das Zimmer verlässt, gießt ihm Dirk P. K.O.-Tropfen ins Wasserglas. Beim Trinken bemerkt Alexander M. den seifigen Geschmack. Kurz danach wird er müde und schläft ein. Dirk P. beginnt die Wohnung zu durchsuchen, nimmt iPhone, Rucksack und EC-Karte mit. Die Eltern finden ihren Sohn am nächsten Tag tot in seiner Wohnung. Die Todesursache bleibt für die Polizei trotz einer Obduktion rätselhaft. Nur eine Woche später ist Dirk P. wieder unterwegs. Die K.O.-Tropfen hat er dabei. Sein Ziel, die Männerwirtschaft, Große Freiheit 114. Eine Schwulenbar in Friedrichshain mit Darkrooms. Am nächsten Morgen entdeckt die Reinigungskraft in der Großen Freiheit den toten Nicky M. und alarmiert die Polizei. Den eintreffenden Beamten ist völlig unklar, auf welche Weise der Mann ums Leben kam. Sven Hartwig macht sich auf den Weg nach Friedrichshain. Uns ist ja nichts Menschliches fremd in unserem Beruf, aber dennoch kommt man an Orte, wo man sich vielleicht privat gar nicht bewegen würde, was jetzt gar nicht abwertend klingen soll. Aber die Männerwirtschaft Große Freiheit war für mich auch ganz interessant, mal in eine solche Welt einzutauchen mit dort eingerichteten sogenannten Darkrooms, also quasi namensgebend auch für eine ganze Tatserie letzten Endes. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass es zwischen den Toten Alexander M. und Nicky M. eine Verbindung gibt. Der Täter nur wenige Meter von den Tatorten entfernt zu Hause ist. Als Sven Hartwig sich den verstorbenen Nicky M. ansieht, kann er keine auffälligen äußeren Verletzungen feststellen. So eindeutig waren die ersten Erkenntnisse nicht, die ich aus der Leichenbesichtigung ziehen konnte. Es gab undeutliche Hinweise auf einen Angriff gegen den Hals. Und dann kam noch irgendwie so ein Strangwerkzeug ins Spiel, was da behauptet wurde, dass dort gefunden worden wäre in einem der Darkrooms, sodass das dann doch zu viele Zufälle waren. Die dritte Mordkommission vom LKA Berlin übernimmt den Fall. Der Wirt der Großen Freiheit 114
verdächtigt einen Mann, der zu Gewalttätigkeiten neigt und die Bar fluchtartig am Morgen verlassen hat. Es ist nicht der Täter. Eine kalte Spur. Mit einem Fahndungsblatt gehen die Ermittler an die Öffentlichkeit. Dem Opfer wurde ja anscheinend die Kreditkarte, Portemonnaie und iPhone entwendet. Und jetzt haben wir also geguckt, also was ist mit der Kreditkarte passiert, ist die tatsächlich eingesetzt worden. Und siehe da, es war tatsächlich so. Um 5.49 Uhr wurde diese Karte am Ostbahnhof eingesetzt. Also der Täter hat versucht, ein Ticket nach Saarbrücken zu kaufen. Klappte nur nicht, weil diese Kreditkarte keine Deckung mehr hatte. Und jetzt kam unser damaliger stellvertretender Chef auf die Idee, zu fragen, naja, wenn das jetzt nicht geklappt hat, wurde denn kurz danach mit einer anderen Kreditkarte vielleicht nochmal versucht, eine Karte zu kaufen? Und siehe da, also kaum eine Stunde später, wurde mit Hilfe einer anderen Kreditkarte tatsächlich ein Ticket nach Saarbrücken erworben halt. Jetzt war unsere Überlegung, aha, jetzt haben wir aber den Täter, weil der Inhaber mit dieser Kreditkarte, also dieser Kreditkarte wäre jetzt der Täter. Ein Irrtum, wie sich später herausstellen wird. Die Kreditkarte gehört Miroslav Vavak, einem jungen Mann, der erst vor kurzem nach Berlin gezogen ist. Die Ermittler kennen zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Geschichte der folgenreichen Begegnung zwischen Dirk P. und Miroslav Vavak auf dem S-Bahnhof Warschauer Straße. Also ich war mit zwei Freunden unterwegs. Wir haben uns abends in Berlin getroffen, waren ein bisschen feiern und haben uns dann an dem S-Bahnhof Warschauer Straße noch einen letzten Absacker gekauft. Wir sind runtergegangen und da kam diese Person, die mich dann am Bahnsteig angesprochen hat. Ich dachte mir nichts dabei. Dann haben wir uns unterhalten, so, was man den Abend gemacht hat, wo er war, wo ich war. Und er meinte, er muss in die gleiche Richtung, ist also mit mir dann auch eingestiegen in die Bahn. Und dann war das so, dass ich ja noch den Peppi-Schnaps dabei hatte und in der Bahn einen Schluck darauf davon genommen habe und irgendwie dann so das Gesicht verzogen habe und ihm dann auch gesagt habe, ach, das schmeckt mir eigentlich nicht. Ja, in dem Moment hat er das Angebot gemacht und aus seiner Jackentasche eben diesen kleinen Feigling rausgeholt und hat gemeint, ja, wenn es dir nicht schmeckt, wir könnten ja tauschen. Also ich habe das Ding genommen, habe das auf Ex runtergetrunken und in dem Moment war das dann erstmal so, als wenn dir dann der Kopf platzen würde, tatsächlich. Ein Überwachungsvideo vom Ostbahnhof zeigt die beiden Männer nach der gemeinsamen S-Bahnfahrt. Miroslav Vavak weiß nicht genau, wie er am schnellsten nach Hause kommt. Dirk P. bietet ihm seine Hilfe an. Die letzte Erinnerung, die ich habe, ist so dieser Moment, wo ich mich übergeben wollte. Also ich weiß noch, dass ich mich nach vorne gebückt dastand und eigentlich schon irgendwie darauf gewartet habe, dass jetzt dieser Reflex kommt. Als wenn man jetzt zu viel getrunken hätte. Aber da kam nichts. Es war einfach nur dieses unglaublich flaue Gefühl im Magen. Und daraufhin hat er gemeint, ja, da vorne ist ja die Bushaltestelle und wollte weiter helfen. Und hat mich dann wohl auch gestützt und dahin gebracht. Und in dem Moment, was dann an der Bushaltestelle dann passiert ist, weiß ich jetzt nicht mehr. An der Bushaltestelle verliert Miroslav Vavak das Bewusstsein. Dirk P. stiehlt Geld und die EC-Karte, mit der er später am Ostbahnhof die Fahrkarte nach Saarbrücken kauft. Eine junge Frau beobachtet das Ganze von ihrem Balkon aus. Irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und deshalb habe ich wahrscheinlich auch immer wieder noch mal nach ihm geguckt. Ich weiß nicht warum, sonst macht man das ja nicht. Man guckt hin und geht weiter, ja, so wie es ja leider viele gemacht haben. Und dann bin ich nochmal auf dem Balkon und da hat er dann den Anfall gehabt. Und da habe ich dann sofort den Krankenwagen angerufen. Miroslav Vavak hat Glück. Der Anruf rettet ihm das Leben. Noch in der Bushaltestelle wird er reanimiert und dann ins Krankenhaus Friedrichshain gefahren. Und der dortige Arzt, der hat vermutet, dass ihm wahrscheinlich K.O.-Tropfen oder Liquid Ecstasy verabreicht worden war. Sie haben dort im Krankenhaus aber keinen Test durchgeführt, weil das baut sich auch ganz schnell ab. Und das war aber dann die Idee, dann mal die Gerichtsmedizin zu bitten, doch mal das Blut von den Toten an der großen Freiheit auf K.O.-Tropfen zu testen. Und das war dann tatsächlich so. Jetzt hatten wir also wirklich dann die Todesursache halt.
Wir hatten solche Substanzen im Rahmen von Tötungsdelikten bislang noch gar nicht gesehen, muss ich offen gestehen. Es war für uns tatsächlich Neuland. Insofern drängte es sich hier auf, dass diese Fälle irgendwie zusammenhängen müssen. Stunden später erwacht Miroslav Vavak im Krankenhaus aus dem Koma. Dann kommt die Erinnerung auch erst wieder. Und dann war ich auch relativ wieder klar und konnte dann drüber nachdenken, okay, wie kommt man jetzt hier hin, was mag passiert sein? Und da hatte ich dann tatsächlich recht schnell da war doch dieses Getränk. Das habe ich dann auch gleich zu Protokoll gegeben. Und ich erinnere mich noch an die letzte Frage des Polizeibeamten. Seine Frage war, ob ich häufiger in der großen Freiheit 114 verkehre. Und es war mir gar kein Begriff. Wo ich dann zu Hause war, habe ich mich an den Computer gesetzt, habe Google angeschmissen und das mal geschaut. Und da war deren Webseite schon komplett runtergenommen. Es war nur eine weiße Internetseite zu sehen mit schwarzer Schrift. Es gab einen Mordfall. Und in dem Moment ging mir dann auch sehr die Pumpe, muss ich sagen. Der Täter bleibt für die Ermittler ein namenloser Unbekannter. Sie entscheiden sich, die Überwachungsvideos, die Dirk P. zeigen, ins Internet zu stellen. Auch die Großmutter von Alexander M. meldet sich bei der Polizei. Der entscheidende Hinweis war von einer Frau, die sagte, dass ihr Enkel, der sei am 27.04. tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Und erst durch den Hinweis dieser Großmutter, sie erwähnte auch noch, dass ihr Sohn, ihr Enkel auch homosexuell ist halt, hat man dann gedacht, naja gut, dann werden wir doch auch mal die Gerichtsmedizin bitten, auch hier mal auf K.O.-Tropfen zu testen. Und siehe da, also auch hier waren es K.O.-Tropfen halt, die zum Tode führten. Die Abstände, in denen Dirk P. loszieht, um zu töten, werden immer kürzer. Es war wie ein Spiel, wird er später sagen. Über das Internet hatte er eine Flasche des Reinigungsmittels Clean Magic bestellt, das die Substanz GBL enthält. Ein hochflüchtiges Gift, bestens geeignet, um jemanden Knockout zu setzen. Auf dem Internetportal Gay Romeo findet er die Männer für ein Date. Dass die Polizei nach ihm fahndet, die Überwachungsvideos im Internet stehen, verschafft ihm einen zusätzlichen Kick. Auch die Verabredung mit Peter M. läuft über Gay Romeo. Die Frage, zu mir oder zu dir, ist schnell geklärt. Sie landen in M.s Wohnung. Und dann gab es den Hinweis auf einen dritten Toten. Der wurde ebenfalls in seiner Wohnung aufgefunden, in einer fast identischen Lage, nämlich bäuchlings auf dem Bett, wie friedlich eingeschlafen, auch mit Decke bis oben hingezogen, halt auch keine Einbruchsspuren, keine Gewaltanwendung erkennbar. Naja, wir haben gleich gesagt, auf GBL untersuchen. Das ja, aber das hatten wir noch nicht, das Ergebnis. Noch während wir da saßen, kam dann die Vorabinformation, auch hier ist GBL wieder zum Tode geführt. Und somit war für uns klar, dass wir hier einen Serientäter hatten, der mindestens 3 Tötungsdelikte begangen hat. Am 25. Mai melden sich die Eltern von Alexander M., dem ersten Opfer, bei der Mordkommission. Sie haben die Handyverbindungen ihres Sohnes überprüft. Der letzte Name auf der Anrufliste ist der von Dirk P. Der Mann, der 3 Männer vergiftete und es bei anderen versuchte, wird einen Tag später festgenommen. Nach den ersten Vernehmungen machen die Beamten mit Dirk P. eine Ausfahrt. Er führt sie zu den Anbahnungs- und Tatorten, gesteht, die Opfer gekannt zu haben. Zeigen Sie uns bitte mal die Stellen, wo Sie Männer angesprochen haben und wo sie mit ihnen sexuellen Kontakt hatten. Haben Sie hier Liquid Ecstasy eingesetzt? Dirk P. beantwortet die Frage mit Ja. Beim ersten Mal wäre es ihm angeboten worden, beim zweiten Mal hätte er es mitgebracht. Die Substanz hat er über das Internet bestellt. Das war das, was Sie über das Internet bestellt haben. Und in welchen Behältnis haben Sie das angeboten? In einer Glasflasche, in der vorher Alkohol gewesen wäre, erklärt Dirk P. Wodka mit Feige. Welche Größe hatte die Flasche? Die Flasche hätte eine Größe von 20 Milliliter gehabt. Wie viele Flaschen hatten Sie dabei? Immer nur eine, antwortet Dirk P. War es Konzentrat oder verdünnt? Auf die Frage, ob es eine konzentrierte oder verdünnte Flüssigkeit gewesen ist, gibt er sich ahnungslos.
Seine Verteidigungsstrategie war ja immer, dass er nicht wusste, ne, wie, in welcher Dosierung das ihm schädlich ist. Er hat mal gesagt, er wollte geben zum Ausnocken, das hat er schon gesagt, um dann die Situation auszunutzen und Sachen zu entwenden halt. Ne? Aber er hätte niemals jemanden töten wollen. Die Auswertung seines Computers ergibt, er hat sich lange vor der ersten Tat mit der toxischen Wirkung von GBL beschäftigt. Als ausgebildeter Krankenpfleger muss er gewusst haben, die Dosis macht das Gift. Er hat sogar den Warnhinweis der Firma Clean Magic unterschrieben. Ein letztes Mal kehrt Dirk P. mit dem Beamten in seine Wohnung zurück. Vor 6 Jahren ist er aus Saarbrücken in Berlin angekommen. Er hat studiert, ist Lehrer geworden. In ein paar Wochen wäre er mit seinem Freund zusammengezogen. Jetzt ist er der Darkroom-Mörder. Die Ermittler suchen nach einem Motiv, einer Erklärung, warum jemand für eine Fahrkarte nach Saarbrücken tötet. In dem Schrank unter der Spüle stand ein Fläschchen Feigling. Und das sah wirklich so aus, das sieht man auch auf dem Foto sehr gut, wie präsentiert, also hingestellt. So nach dem Motto, guckt her, ich bin derjenige, welcher. Warum er das letztendlich eingesetzt hat, diese K.O.-Tropfen, wäre einmal dieser sexuelle Kick gewesen. Und die Leute, dieser Reiz, die Leute auszunocken, um ihnen was wegzunehmen halt. Aber so richtig erklären konnte das eigentlich nicht. Gerichtspsychiater und Anwälte erklären, was Dirk P. nicht erklären kann oder will. Den Gefallen des Täters an sadistischen Fantasien, am Ausüben von Macht, den Genuss beim Sterben der Opfer anwesend zu sein. Das Motiv wird unaufgeklärt bleiben. Dirk P. nimmt sich in der Haft das Leben. Ja, der Fall ist insofern besonders, als dass wir eher selten mit Serientötungen zu tun haben. Und dabei zu sein, wie so etwas aufgeklärt wird und wie weitere Taten verhindert werden, das ist sicherlich schon etwas, was einen längere Zeit beschäftigt und auch einen wieder daran erinnert, wofür man eigentlich die ein oder andere unangenehme Situation, die auch dieser Beruf mit sich bringt, erträgt. Der Fall Dirk P. rüttelt die Rechtsmediziner wach. Die Untersuchung von Toten auf GBL gehörte bis dahin nicht zur toxikologischen Routine. Das ändert sich nach dieser Mordserie. Von nun an werden Verstorbene bei ähnlich gelagerten Fällen auf dieses Gift hin untersucht. Auch wenn Rechtsmediziner keine Menschenleben mehr retten können, ohne sie würde mancher Mörder unerkannt bleiben, mancher Tod rätselhaft. Ja, faszinierend, mit welcher Sachlichkeit und gleichzeitig auch Fantasie Rechtsmediziner arbeiten, um herauszufinden, woran ein Mensch wirklich gestorben ist. Dabei sind Obduktionen mittlerweile nur der kleinere Teil dessen, was hier in so einem Institut geleistet wird. Hier wird auch viel am lebenden Patienten gearbeitet, etwa wenn es um Verletzungsfolgen nach einer Gewalttat geht oder um einen offiziellen Vaterschaftstest. Das heißt, Rechtsmediziner haben nicht nur mit Leichen zu tun. Das war's für heute bei Täter-Opfer-Polizei. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.